Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Calling weiter. Beim letzten Mal haben wir die Hauptperson mal wieder gewechselt, ja. Wir sind jetzt mit Chio unterwegs, die sich irgendwie nun ihren Weg durch das... Diese Tür ist fest verschlossen. Die sich nun ihren Weg hier durchs Krankenhaus bahnt. Und wir kommen irgendwie der Geschichte von Calling ein ganz klein bisschen auf die Spur oder so. Es deutet sich zumindest so langsam aber sicher mal ein bisschen an. Ich bin gerade ein bisschen... Ach so, erinnert euch noch? Hier war doch dieser eine Geist. Ah. Jetzt ist nix mit Geist hier. Nixe Geist, nixe Geist. Die ganze Umgebung ist generell mit Chio anders. Die Atmosphäre ist anders. Das alles hier ist irgendwie nicht... Nicht so... Bedrohlich? Es ist geheimnisvoll und irgendwie weiß man nicht so hundertprozentig, was damit anzufangen, was jetzt hier überhaupt gerade los ist. Es ist irgendwie seltsam. Wir folgen ja auch eigentlich die ganze Zeit einem Geist, dem Busfahrergeist. Ups. War diese Tür schon immer offen? Irgendwie nicht, oder? Ich glaube nicht. Ein normales Telefon. Wir konnten hier mit drin nicht rein. Das ist ja interessant. Scheint ein... Ja, weiß ich nicht, ein Behandlungsraum zu sein oder was auch immer. Ist jetzt aber auch nicht so sonderlich interessant, weil ich glaube, ich habe auch den Eindruck, mit Chio selber ist die Interaktion hier ein bisschen auf ein Minimum zurückgefahren. Rennen ist übrigens auch nicht. Unten links wird anders angezeigt. Normalerweise mit Z könnte ich ja lossprinten, aber nee. Chio ist eine alte Frau, deswegen funktioniert das leider nicht und man muss sich eben so relativ bedächtig irgendwie seinen Weg bahnen. Ja, was haben wir jetzt auf der Etage gesehen? Wie das kleine Mädchen und ihr Mann? War das ihr Mann im Rollstuhl? Wie die beiden miteinander gesprochen haben. Und irgendwie ist der Mann später gestorben, ob nun an der Krankheit oder an den Verletzungen, die er hier eigentlich kurieren sollte oder nicht, sei mal dahingestellt. Irgendwie ist er jedenfalls gestorben und das fand vermutlich auch dieses japanische Mädchen nicht gar so toll, weil er nämlich eigentlich zu ihr gesagt hatte, ja, ja, wenn wir dann aus dem Krankenhaus raus sind, dann können wir ja nochmal uns so treffen und vielleicht irgendwie zusammen spielen. Oder so. Der Busfahrer. Der Busfahrer. Er stand vor dieser Tür hier. Und diese Tür... Ha. Ha. Diese Tür hier war die Essensausgabe. Ein Verkaufsautomat der Essensmarken und so weiter und so fort. Hm. Hier passiert wenig Gruseliges. Oder? Irgendetwas passierte scheinbar doch. Ich bin gespannt. Ich weiß immer nicht, ob ich da reinlabern soll oder nicht. Ob das dann für euch ein bisschen deutlicher im Video ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Die sprechen so verdammt leise. Meine Güte, ich muss träumen. Ich kann es kaum glauben, dass ich dich wiedersehe, Mizio. An diesem Ort kann man wirklich den Toten begegnen. Man muss ja auch mal dazu sagen, so wie Chio hier diese Anderswelt im Moment, ich nenne es immer Anderswelt, ich weiß nicht warum, diese Zwischenwelt zwischen Reich der Lebenden und Reich der Toten, wie sie diese Welt erforscht, ist sie gerade komplett anders. Also nicht nach den Regeln. Wir hatten festgestellt, oder wir hatten durch Makoto erfahren, dass man zwischen einzelnen Bereichen innerhalb dieser Welt über die Handys wechseln kann. Aber als Chio haben wir jetzt quasi gesehen, da vollkommen drüber hinweggesetzt. Wir sind nicht übers Handy hierher gelangt ins Krankenhaus. Wir sind durch eine weiße Tür gegangen, sind in einem Wald gewesen und dann sind wir direkt so zum Krankenhaus gekommen.
Also irgendwas ist hier anders. Und das könnte auch erklären, warum die ganze Zeit hier die Seelen so herumwabern. Und ja, warum das hier eben alles so anders quasi gesehen ist. Warum sich das alles irgendwie so anders anfühlt oder so. Warum das alles hier so anders funktioniert. Ja, gut, okay. Vielleicht ist Chio etwas halbwegs Besonderes oder so. Oder vielleicht genießt sie einen besonderen Status. Aufgrund ihrer, ja, was zum Teufel? Ja, aufgrund ihres Wunsches, irgendwie ihren Mann zu sehen oder so. Ich weiß es nicht genau. So richtig, die anderen sind ja mehr oder weniger so aus, zumindest schien es so, so ein bisschen aus reiner Neugier auf der schwarzen Seite gelandet. Hey, ja, cool, voll gruselig und so, gucke ich mir einfach mal an. Bei Chiyu wirkt es so, dass sie wirklich einen Grund hatte. Sie wollte eben ihren Mann... Was? Sie wollte eben ihren Mann wiedersehen. Ist das ein Telefon? Das Telefon. Na gut. Wenn sonst keiner da ist. Komm nicht her. Selbst wenn du herkommst, er ist nicht hier. Nicht du. Du bist zu wichtig. War das Rekos Stimme? Du bist zu wichtig. Reiko. Das japanische Mädchen hat auf einmal einen Namen. Also hatte sie bestimmt auch vorher, aber jetzt ist es eindeutiger. Das japanische Mädchen heißt unter Umständen Reiko. Und das japanische Mädchen hat, als es noch gelebt hat, Reiko und eben ihren Mann Mitsuo kennengelernt. Nämlich genau hier im Krankenhaus. Und was? Ich sollte hier irgendwas sehen. Irgendwas sollte ich doch sehen, oder? Die Musik ist so anders. Mitsuo? Eventuell? Busfahrer? Hallo? Nicht wieder weglaufen. Busfahrer! Busfahrer! Mitsuo! Mitsuo! Können wir lange hinterherlaufen. Deswegen darf man übrigens auch nicht rennen. Damit das von seinem Bewegungsmuster nicht durchbrochen wird. Ha. Er ist wieder runtergegangen. Gut, dann gehen wir eben auch runter. Ja, also wie gesagt, als wir alle lebendig waren, als wirklich alle lebendig waren, keine Ahnung, als Mitsuo noch lebendig war, als Reiko lebendig war, als Chiyo, Zimmer 204, als Chiyo noch in der normalen Welt war, sie haben sich alle hier im Krankenhaus kennengelernt und das kleine japanische Mädchen, Reiko, hat eigentlich gar kein Interesse daran, irgendwie der alten Frau Schaden zuzufügen. Was nu? Hallo? Irgendwas? Hi? Oh! Handy? Du hast Mobiltelefon erhalten. Und? Du hast altes Foto erhalten. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich wieder. So schöne Erinnerungen. Das Telefon. Ja? Gibt sie jetzt alles automatisch ein? Ich hoffe, die Nummer muss ich mir nicht merken. Wen ruft sie jetzt an? Du hättest nicht herkommen müssen. Aber ich freue mich, dass du es getan hast. Tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereitet habe. Danke.
auch wenn man über die Synchronsprecher halten, also von den Synchronsprechern halten kann, was man will, die Rückkehr abgeschlossen. Aber ich finde diesen Moment jetzt eigentlich voll schön. Irgendwie dieses... Ich meine, mit Verlusten, Verlustängsten, was auch immer, ich glaube, damit kann jeder von uns irgendwie so ein ganz klein bisschen was anfangen. Weil jeder von uns, ob nun jemand tatsächlich gestorben ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber jeder von uns musste wahrscheinlich schon mal irgendwie oder wurde schon mal davon konfrontiert, dass irgendjemand, den man total gern hatte, irgendwie dann eben plötzlich aus welchen Gründen auch immer nicht mehr bei einem war. Auch so aus profanen Gründen ist, weil derjenige halt weggezogen ist oder so oder vielleicht wegen irgendwelchen anderen Gründen tatsächlich. Und deswegen irgendwie dieses Wiedersehen in Anführungszeichen jetzt zwischen Chio und Mizio, das finde ich eigentlich echt schön. Das ist schön erzählt. Einfach. Das gefällt mir gerade, ja. Jetzt hat das Spiel auch irgendwie seinen schaurigen Charme gerade mal irgendwie so ein ganz klein bisschen hinter sich gelassen und jetzt ist es gerade einfach nur schön. Finde ich gut. Ja. Finde ich nett, wirklich. Von wegen Billigspiel oder so. Nee, es steckt voll was dahinter. Siehst du? Ich glaube, da können wir durchgehen. Hey, gehen wir wirklich rein? Ist das kein unbefugter Zutritt? Hast du etwa Angst? Ich weiß übrigens nicht, wer da spricht. Na egal, aber beschuldige mich nicht, wenn du dir wehtust. Wir werden nur schnell ein Foto machen. Dieses alte Gebäude hat eine großartige Atmosphäre. Die sollten wir dokumentieren, bevor es abgerissen wird. Das ist der Ort, ja? Der von vor 5 Jahren. Ja, der Ort, an dem alle Patienten und Krankenhausangestellten einer nach dem anderen gestorben sind. Was? Die Todesursache wurde nie geklärt, oder? Es handelte sich wahrscheinlich um einen Ausbruch im Krankenhaus. Aber ich habe auch gehört, dass es ein Fluch war. Ein Ausbruch im Krankenhaus? Was? Meinst du das ernst? Ausbruch im Krankenhaus? Todesvirus? Resident Evil? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kapitel bla. Das Wehklagen. Wieder in der Hauptrolle Rin Kagura. Okay. Na gut, ja genau. Was war mit drin? Wir waren in dem Haus, wir haben telefoniert, wir haben das Spiel gespeichert. Das heißt, wir sind jetzt wo mit drin? Kyoko Hibino kommt mir bekannt vor. Moment, da sind wir doch schon lange weg. Mach mich nicht schwach. Warum sollten wir wieder in dem Haus sein? Hä? Hatten wir telefoniert? Oder hatten wir nicht kann auch sein, dass wir gar nicht telefoniert haben. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Ist aber im Endeffekt egal, weil wir wissen ja, dass wir telefonieren müssen. Aber halt nein, nicht bei den Gegenständen. Bei den Akten finden wir... Dabbedabbedab, oder? Internetcafé, Tele... Aus dem ersten Stock des Krankenhauses. Ein Michio Kishibe, Kuriyoma, Jins Karte, Makotos Karte, Kyokos Brief an Chio, nachdem sie ihren Ehemann verloren hatte. So, vielleicht möchten sie, blablabla, hier sind meine 997-116-286. 116-286. Ja, da. 116-286. Aber ich glaube, die Nummer hatten wir schon gewählt. Und dann war eigentlich, aber... Na gut, okay. Wählen wir die Nummer halt nochmal. Ich weiß jetzt trotzdem immer noch nicht, wer Kyoko sein soll. Es kann ja nicht das Mädchen sein. Das Mädchen ist Reiko. Da sind wir uns jetzt einig. Also doch ein Arzt? Oder irgendwie sowas in der Art? Das war übrigens die Kerze. Die Kerze? Was jetzt? Ich muss Feuer finden. Nein, du musst eine neue Kerze finden. Oder Batterien für deine Taschenlampe. Feuer allein würde dir jetzt schrecklich wenig nutzen. Aber das nur so am Rande.
Na gut. Rin findet jetzt auf einmal wieder alles unheimlich. Oh, wir sind wieder hier. Wir sind wieder im Krankenhaus. Und es ist scheiße dunkel. Gibt hier irgendwas? Komische Geräusche von sich? Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Was gibt hier komische Geräusche von sich? Der Fernseher? Hallo? Oh! Hi! Du hast Mobiltelefon erhalten. Ich wollte helfen. Ich wollte ihr helfen. Okay. Scheiße. Wer? Wo? Wann? Warum? Die Krankenschwester? Die Krankenschwester? Ist die Krankenschwester Kyoko? Wer weiß das schon so genau? Ich weiß es in dem Falle nicht. Und ja, dann machen wir hier an der Stelle einfach mal wieder eine Pause, würde ich sagen. Es gibt noch viel zu tun, viele Geheimnisse aufzudecken und was wir jetzt alles hier wieder im Krankenhaus erleben und entdecken werden, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, wenn es dann weitergeht mit Calling. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.